Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, seit ein paar Tagen dürft ja mittlerweile wieder Eis verkauft werden. Das sehen wir hier an den Fahnen. Eis, Eis, Eis. Ja, allerdings nur in Bechern. Nicht in den sogenannten Hörnchen bzw. Waffeln. Ja, jetzt bin ich hier in Mörfelden und habe Unglaubliches entdeckt. Eis, aber auch Waffeln. Eis in Waffeln dürfen nicht verkauft werden, aber Waffeln. Warum darf das Eis nicht in Waffeln sein, aber Waffeln dürfen verkauft werden? Alles merkwürdig in der Corona-Zeit. Also kaufen wir das Eis extra, die Waffel extra und mischen uns selber unser Eis. Und noch geiler ist ja, innerhalb von 50 Metern um die Eisdiele herum darf man das Eis nicht schlecken. Erklärt das mal euren Kindern, dass du 50 Meter warten musst, bevor du an deinem Eis lecken darfst. Also in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Es gibt kein Eis mit Waffel, aber Eis und Waffel extra, das ist in Ordnung. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch was. Bis zu einem meiner neuen Videos. Ciao, euer Sven.